Einen wunderschönen guten Tag zusammen, hier ist wieder euer Lausbiber und wir spielen unser Spiel weiter. Wir bauen eine Farm auf. Letztes Mal haben wir ja schon ein größeres Gebiet entdeckt, jetzt wieder neu. Da sind wir jetzt gerade dabei, uns durchzuarbeiten. So, jetzt haben wir eine Unmenge an Kartoffeln, die wir abernten dürfen. Und wir haben die Kürbisse, sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich auch noch was freischalten. So, vielleicht habe ich hier so zwei komische Kisten mit dabei. Die will ich eigentlich gar nicht. Und ich habe Unmengen an Schrott. Okay. Elektroschrott mit dabei. Guck mal, dass wir das jetzt hier erstmal verarbeiten und das Holz. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz. Salat kann man jetzt auch anbauen. So, dann ernten wir erstmal die Kürbisse. Wir werden dann langsam irgendwann ein Problem mit Samen bekommen. Vor allem Kartoffelsamen. Aber wir haben ja zum Glück großen Vorrat an Kartoffeln dann. Jetzt sollten wir uns überlegen, noch eine zweite Kiste zu bauen. Und die ganzen Kaufmaterialien oder abgeernteten Sachen reintun. So, Samen, Tomatensamen, Kürbissamen, Apfelbaum kann man jetzt auch machen, okay. Wichtig sind jetzt aber die Kürbisse, so, das können wir auch einfach nochmal Food herstellen, da haben wir nämlich nicht viel. Zwar eine Weile, aber so, das sammeln wir mal noch nicht ein. Okay, das Inventar ist eher eine Katastrophe. Ich baue, glaube ich, direkt eine Kiste noch. Die hat so viel, ich weiß auch nur. Ja, entspannt. Holzhammer. Jetzt bauen wir direkt zwei. Dass wir einfach ein bisschen Ordnung reinkriegen. So, die Kiste. Schrott kann ich nicht viel machen. Das behalten wir auch. So. Dann noch mal eine Kiste mit Schrott. Diesen ganzen Abfall hier. Und eine Kiste mit Samen. Oh, geht Granal auf. Sehr gut. In Ordnung und dann schauen wir mal, was wir jetzt freischalten können. Es gab im Übrigen auch einen kleinen neuen Patch, der wir
können jetzt quasi auch nachts spielen. Wir sind nicht mehr gezwungen oder wir werden nicht automatisch schlafen gelegt. Wenn ich wüsste, was ich mir holen wollte. Sprengler, Tomatensuppe, ein größerer Rucksack ist natürlich auch immer vorbildlich. Ah, das könnte ich doch auch schon herstellen. Okay. Alles schön aufgeräumt, sehr gut. Dann können wir jetzt auch gleich noch mal da in die Höhle gucken. Was wollte ich denn? Ah, mit dem Kürbis hatte ich glaube ich schon mal was geholt. Increase die Kapazität auf dem Wassertank. Ja, ja, ja. Was soll's? Oder man geht dann wirklich nur relativ selten vorbei und arbeitet dann das ganze Ding ab. So, dann begeben wir uns jetzt eigentlich wieder in das neue Gebiet da unten, das wir beim letzten Mal freigeschaltet haben. Genau, es gibt jetzt Schweine. The Amazing Travel, okay. Rebuilding Village. 5 Fuchsfallen muss ich zerstören und ich muss 15 Bäume rekultivieren. Okay, ich glaube, das dauert. 2 Stück habe ich. Thank you.
Das Rezept haben wir gefunden. Okay. Gebratenen Apfel. Wir brauchen Äpfel. Gut, haben wir die Samen dafür und wir brauchen Honig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich der Patch schon auswirkt oder ob man dann wirklich irgendwann so.
Hier seid ihr Water. Okay. Dreckiges Wasser. Wasserfilter müssen wir finden. Super, jetzt habe ich jemanden gefunden, komme aber nicht rein. Merke ich mir den Weg. wo war das da? Und was mich eigentlich noch mehr reizen würde, einfach diesen dritten Schlüssel jetzt langsam mal zu finden. Sachen verstauen, das mache ich jetzt am nächsten Tag direkt ausgeruht stoppen können. Salat. So, die Samen, Erdbeersamen, Kürbissamen, Kartoffelsamen, Salat, Tomaten und Äpfel. Auberginen hat man noch. Und dann gehen wir jetzt schlafen. 0.37 Uhr, okay. Haben wir ein bisschen mehr Zeit, was natürlich schön ist. So, zweiter Tag. Und dann begeben wir uns direkt Produktion sollte man natürlich noch starten. Das probieren wir jetzt mal aus, mehr rausbekommt.
verbessert. Einsammeln können wir dann heute auf dem Rückweg. Ich hoffe auch, dass noch irgendeine Automatisierung dann kommt. Gut, mit dem Bewässern kommt natürlich noch. So, da hinten haben wir die Bäume gepflanzt, da brauchen wir die Pumpe. Okay, repair the old fox then. Ja, super. Jetzt habe ich den... Oh, nein. Den Trapper habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Das wäre auch zu einfach. Kommen wir hier hoch? Ja. Ja, da komme ich auch da hinten in die letzte Truhe. Laufen wir schnell zurück und holen die? Nee. Das machen wir dann beim... Ach, doch. Oder wisst ihr was? Wir machen einfach... Wir arbeiten uns durch die entsprechenden Felder. Das müsste... Da, Holz. Oha. Thank you.
Zwei Fallen haben wir schon und den Fuchs auch haben wir schon. Fertig. So, ich habe schon mal, dass man bestimmt die irgendwas mit den Füßen anstellen kann. Was denn was? Der will Erdbeeren. Oh Gott, ich muss glaube ich viel mehr anpflanzen. Okay. Das ist so lange geschlossen, bis wir alle Probleme hier beseitigen. Ja, auf jeden Fall. Fuchs fallen. Okay.
Schweinestall wieder auf hier. Und ah, ist gleich vielleicht. Ja. Da geht's auch noch weiter. Das ist mir jetzt aber schon fast zu spät. Kriegen wir irgendwie noch eine Gewinnung? Okay, die Brücke ist jetzt da, aber... So. Das ganze Gebiet. Sachen. Ja, haben wir mittlerweile genug. Macht vielleicht auch echt sogar Sinn, eine zweite Eierfarm. Ja, wir haben eigentlich genug. Okay. Um einiges effektiver als der normale Müll, aber ich habe jetzt 146. Gar nicht, zumindest im Moment noch nicht.
Was nehmen wir denn? Salat ist, glaube ich, sinnvoll. Und Erdbeeren. Ja, machen wir die Erdbeeren, da haben wir eh nicht so viele. Dann machen wir da noch Salat, die zwei Felder. Na gut, dann war es das auch schon wieder mit unseren zwei Spieltagen, die wir gemacht haben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Sprich, wenn ihr ein Abo abschließt, werdet ihr nichts verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Lausbiber.